präsentiert von opensourcepodcast.de, Ihr Profi-Cast für freie Software. Lernen Sie in diesem Film den grundsätzlichen Aufbau von Typo 3 kennen. Sie sollten den Aufbau soweit verstehen, um selbst Extensions programmieren zu können. In diesem Video schauen wir uns an, wie Typo 3 aufgebaut ist, insbesondere welche Verzeichnis- und Dateistruktur Typo 3 hat. Und ich versuche Ihnen einen Überblick darüber zu geben, was Sie von diesem Aufbau verstanden haben sollten, um leichter eigene Extensions programmieren zu können. Wir schauen uns die Verzeichnisstruktur von so einem Projekt einmal an. Die kennen Sie sicher auch schon ausführlich, aber ich möchte da jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir haben hier das Verzeichnis FileAdmin. Das gehört zur lokalen Installation, also das gehört nicht zum Core, sondern das gehört zu dem einen spezifischen Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Dort werden Dateien abgelegt, die an verschiedenen anderen Stellen genutzt werden können. Häufig finden Sie Templates darin. Wir kapseln auch die Templates gerne in eine Extension, dann müssen wir nur den Ext-Ordner im Subversion pflegen, aber in den meisten Fällen werden Sie die Templates unter FileAdmin finden. Dort haben oft auch Benutzer Zugang, um Dateien hochzuladen, die sie dann wiederum im Content-Bereich zum Beispiel weiterverwenden können. Der zweite Ordner ist der Ordner MISC. Der interessiert uns an der Stelle überhaupt nicht. Wir finden dann zwei interessante Ordner, nämlich den Ordner T3lib und den Ordner Typo3. Diese zwei Ordner enthalten den Core, also dort finden Sie die Klassen, die für die Typo3 Core-Funktionalität relevant sind. Dabei finden Sie in T3lib vor allem Backend-Klassen und so grundlegende Klassen, also grundlegende Funktionen, zum Beispiel die grundlegende Authentifizierungsfunktion, die dann auch für die Frontend-Authentifizierung gültig ist. Im Ordner Typo3 finden Sie die PHP-Klassen, die für den Aufbau des Backends zuständig sind, also die Funktionalität der Backend-Oberfläche, der GUI. Sie finden dort aber vor allem schon die ersten Ordner, die Extensions enthalten. Da gibt es den Ordner Ext, der in den neueren Typo3-Versionen leer ist. Wenn man es neu installiert, dort liegen die globalen Extensions drin. Das heißt, wenn Sie einen Core für mehrere Projekte verwenden und diese Projekte alle die gleichen Extensions haben oder ein Teil der Extensions bei allen Projekten gleich ist, dann legen Sie diese Extensions in den Ext-Ordner hier. Sie finden dort aber einen weiteren Ordner, nämlich den Ordner SysExt. Und hier sehen Sie schon, dass ganz viele Extensions da schon drin liegen. Also das, was wir so als Core bezeichnen, besteht selbst auch schon wieder aus vielen Extensions, ist also auch schon modular aufgebaut. Was Sie sich hier unbedingt merken sollten, weil das in den neueren Versionen auch anders ist als in den alten und Sie ein bisschen mehr suchen müssen, ist eben der Weg zur TS-Lib. Die TS-Lib war ja in den drei Versionen von Typo3 noch neben dem Ordner T3-Lib, also ein Root-Folder. Allerdings war auch dieser Root-Folder schon nur ein Symlink auf diesen TS-Lib-Folder, den Sie hier sehen. Dieser Ordner ist ein Unterordner der Extension CMS. Merken Sie sich also, wenn Sie TS-Lib suchen, dort finden Sie zum Beispiel die Funktion zum Rendern des Typoskripts. Content-Objekte sind in TS-Lib-Content.php, Menü-Objekte sind in TS-Lib-Menu.php und so weiter. Also viele Frontend-Funktionalitäten finden Sie unter SysExt, CMS, TS-Lib. Für die Extension-Entwicklung besonders interessant ist natürlich der Typo3-Conf-Ordner. Dort liegt der Ext-Ordner drin und in diesem Ext-Ordner liegen dann die lokalen Extensions, also die Extensions, die nur für dieses Projekt gültig sind. Das sind entweder Extensions, die Sie aus dem Repository heruntergeladen und installiert haben oder auch nicht installiert haben, oder es sind eben Ihre eigenen programmierten Extensions. Die liegen meistens in diesem Ordner unter Typo3-Conf-Ext. Manchmal werden Sie sie vielleicht auch unter Typo3-Ext legen. Hier finden Sie außerdem den berühmten Backend-Cache, also die temporären Cache-Dateien der Local-Conf und Extables-PHP. Der Ordner Typo3-Temp enthält temporäre Dateien. Um den müssen Sie sich eigentlich überhaupt nicht kümmern. Der wird von Typo3 gefüllt. Eventuell möchten Sie dort mal Sprachdateien leeren, wenn Sie Schwierigkeiten mit Übersetzungen haben. Das bekommen Sie aber eigentlich in der GUI dann entsprechend erklärt, welche Dateien Sie löschen müssen, um diese Schwierigkeiten zu beheben. Dann haben wir noch den Uploads-Ordner.
Im Uploads-Ordner liegen Dateien, die Typo3 verwaltet. Also da haben Sie eigentlich über einen Editor oder auf anderem Wege gar nichts zu suchen. Allerdings können Sie Ihrer Extension beibringen, dass, wenn diese installiert wird, für diese Extension ein eigener Ordner unter Uploads erstellt wird, in dem dann die Extension-spezifischen Dateien liegen. Wir sehen das hier sehr schön am Beispiel der TT News. Ansonsten sollte man noch wissen, die Index.php enthält nicht besonders viel Quelltext. Sie definiert ein paar Konstanten. Und die eigentliche Funktionalität der Index.php steckt in der Index-TS.php. Und hier sehen Sie auch schon den ersten Verweis auf die TS-Lib, die wir gefunden hatten unter Typo3 sysxcms TS-Lib. Dort suchen Sie also nach der eigentlichen Index.php. Wenn Sie mal den Ablauf des Frontends nachvollziehen wollen, dann schauen Sie eben dort hinein.